Und willkommen zurück zu Let's Play Digimon. Und letztes Mal sind wir stehen geblieben und ja, ich hoffe, dass ich es jetzt schaffe, dass ich hier mehr Amon zu bekommen, beziehungsweise die Stadt zu holen. Weil dann spielen wieder zwei Einheiten mehr. Und dann kommen wir eigentlich die Zahnradsterpe. Dann kriegen wir vielleicht noch Unimon. Ja, Unimon. Und dann fehlen uns noch drei Einheiten, bis auf Scheißen Arschloch. Drei Einheiten bis zu Greymon. Bis zu Greymon kommt. Und natürlich auch direkt ausnutzen. So. Jetzt machen wir Geld, Angriff. So. Da kommen Argumon, ja. Heißt Argumon. Müssen dich auf den Pott bringen. Keinen Kampf riskieren. Er hat mir einen doppelten Satz. Das will ich nicht. Dummes Mistvieh. Jetzt ganz, ganz schnell. Oh, ich geht das hier los. So, hat er geschafft. Ach no, ups, oh Mann, wie ich immer ins Mikro, wenn ich mich umdrehe. Moment, auch eins würde ich aussehen. Wobei ich halt auch schon das Moment, wo es länger dauert hat, also der wird jetzt nicht unbedingt jetzt hier hin machen. Hoffe ich zumindest mal. Weil sonst kriegen wir zwei richtig Ärger. Aber ich bedenke, dass ich Gewicht nur 11 Kilo hatte. Das spielt keine richtig wichtige Rolle. Offensichtlich. Als wie Disziplin und so. Ich werde eh nicht schauen aus den Diktationstabellen etc. Egal, ich werde jetzt einfach so machen, ich werde machen, wie es geht und dann Idiot. Ein Grund mehr für mich, warum ich in die Zahnradsteppe zuerst bin, ist, das ist der Müllberg, weil ich da eine Angel finde, womit ich dann hier unten angeln kann, wo ich dann voll mit Seedramon werden kann. Und dann der mich dann auf die andere Seite bringt und dass ich dann sagt schnell, dass ich dann ins Käferland komme, wo ich dann Kabuterimon und Kuvagamon auch mir holen kann, die dann in einem Kringscamp dann die Anlagen verbessern und ich dadurch ein großes Trainingsziel erreiche, wenn ich die Sprungmannschaft jetzt noch schaffen würde. Da müssten jetzt noch zwei Touren sein, eigentlich. Ein bisschen Glück reiset. Hm. Ich hätte es geil, wenn man damals auch so gemacht hat, mit dem auch so interagieren kann, sprechen kann und so. Dann kann man erst mit irgendwas 2003 raus, aber nicht wirklich 3D ist, nicht so wie hier. 2003, weil ich nicht auch das Flash machen sollte, weil ich ein Problem habe, um wirklich am Spiel richtig durchzuspielen, musst du spezielle Gegenstände haben und das kriegt nur, wenn du Digimon alle, das drei Digimon, wenn die alle auf einem Level hast. Und da habe ich mir immer sehr, sehr schwer getan mit, um ja, war nie wirklich mein richtiges Lieblingsspiel. War ich ja, wenn überhaupt nur Argumon immer gut bis zum Morgen, wenn man hochgepimpt habe. Ich glaube, noch nicht die anderen, die man eigentlich gar nicht beachtet habe. Ich meine es aber schon gut, dass der hier vorankommt. So, komm. So. So, das müsste aber jetzt die letzte Karre sein. Aber das haben wir, müssen vielleicht das Spiel noch einmal verlassen und wieder reinkommen und dann haben wir den Durchgang erreicht. Nein, ja.
So, auf jeden Fall bin ich froh, dass wir jetzt weiterkommen. Wird ja auf Dauer auch langsam was eintönig hier, wollte ich einfach mal behaupten. Aber so passt das ganz in Ordnung. Das war jetzt kein Motor-Ding und habe ich bisher früher nie richtig drauf hingearbeitet. Ich habe einfach gewartet, bis die selbst digitiert sind. Und da ist die Chance, wenn man einen hohen Ausbildelevel hat, die Chance höher, dass er eher zu Motor-Ding wird als wie was anderem. So. Jetzt müsste es eigentlich. Weißt du, haben wir. Genau. Hab noch etwas Geduld, ja. Dann habe ich auch. Indem ich jetzt einfach hier einmal den Screen wechsle. Wenn du jetzt die Scheiße bezahlst. Rein gehabt. So, einmal rein. Raus. Und dann wieder rein. Rein, raus, rein, raus. So, und dann dürfte der jetzt da sein. Und dann sind wir an der Stelle, wo ich ganz am Anfang. Jetzt Anfang der Woche gesprochen habe. Dass wenn man hier nur mit dem Rookie-Dingon arbeitet, immer ein Champion-Level hat, dann kommt man an dieser Stelle nicht mehr weiter. Denn wenn man den Felsen nur mit dem Champion-Level weiterkommen kann. Das ist ein großer Felsen. Der Bohr kommt nicht durch. Ach herrje. Wie kann man den bewegen? Fällt dir was ein? Ich überleg mal. Ah man, ich brauche deine Hilfe. Der Rookie Demon wurde dann jetzt ganz, ja, verkacken, sag ich jetzt einfach mal. Geschafft! Unglaublich, wir haben den Felsen bewegt. Von hier an ist der Tunnel leer, glaube ich. Ein Lavafluss, der ist gefährlich am Gefühl, am Pfad entlang, dem folgen wir. Du willst reingehen? Bitte pass auf dich auch gut auf. Ja. Wenn ich mal noch lesen könnte, ne? Aaron, ja, gefällt dir. Hitze, Hitze, Hitze. So. Dann drücken wir mal die Däumchen, Leute. Einmal auf und auf. Kampf, bitte. Machen wir mal. Aaron, ich hoffe, du schaffst das schon. Die Verteidigung nicht gerade sehr hoch, ne? Nur 150. Hm? Was ist auf der Insel passiert? Die Stimme verliert ihr Gedächtnis und verwildert. Ich weiß nicht, wie lange ich noch klar denken kann. Wir müssen etwas tun. Sie erkennen die Gefahr nicht. Du bist so leider laut. Halt, willst du denn die Insel zerstören? Wer bist du? Geh aus dem Weg. Es gibt keine andere Lösung. So. Jetzt halt da. Immer verkackst du, ja. Aber auch nur, weil ich meistens die Memo hatte. War der Dynamo? 2600 AP, ehrlich. Ja. Das ist schon mein Lieblingsangriff starten, nur. Ich habe gleich schon 1000 AP gezogen, ich habe noch kaum was verloren. Ah, man, komm, du schaffst das. Ah, das war ein Fail. Alles klar. War die Magma-Bombe. Spätestens hier hätte ich so eventuell gekommen. Volle Kraft, volle Kraft. Ah, ich mach mal Dinge vertrauen. Komm, Aaron, schaffst das. Wir haben noch eine gute Verteidigungswert. Aber die Hitze, weil ich kann schon mal irgendwie lernen, die. Komm, Aaron. Sei kein Frosch, du schaffst das. Ich glaube an dich. Und gleich mal unseren Finish. Oh, genau, Tausender. Ich muss einfach nur so der Attacke machen. Ja, ich krieg ihn dann irgendwie nicht hin. Scheiße. Aber egal. Wenn er spät ist. Ich
Ah, ich hasse das. Diese Verwandlung macht keinen Damage mehr. Ah, das sieht aber gut auf für uns. Das auch gut. So. Komm, aber du schaffst das. Oh, wir haben es geschafft. Gute Lally. Jetzt aber neu. Kraftschiff. Schade. Hätte ja sein können. Man, es gibt einen anderen Weg. Wenn die Insel kaputt geht, hast du doch kein Ziel. Hast du doch dein Ziel verfehlt. Hör auch noch mal zu. Was? Wir bauen eine Stadt für die Insel, indem wir alle Dämonen dort versammeln. Das heißt, wir retten die Insel vor dem Unheil, wenn die Dämonen vereint werden. Vielleicht hast du recht, aber alle Dämonen zusammen ist. Wir sind mittendrin, du weißt doch, nichts ist unmöglich. Das ist eine Riesenaufgabe. Ihr rührt mich, vielleicht schafft ihr es ja. Wenn du an uns glaubst, komm bitte in die Stadt. Es ist gut, ich ziehe in die Stadt. Ein neues Leben. Guter Junge. Mehr haben wir ziehen in die Stadt. Wunderbar. Kraftchip. Was haben wir hier? Medizin. Und Kraftchip. Und ein Halleluja. Ah, die werde ich aber nicht verwenden. Ich weiß nicht, bei wem man die am besten einfach nur die beiden kleinen Viecher benutzt oder ob man die beiden größeren Dämonen benutzt. Ich weiß es nicht. Und die Lava ist stark. Wie viel Platz habe ich noch? Einmal Platz habe ich noch. Eine Sache kann ich noch aufnehmen. Lava-Höhle. Demi-Meramon. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und hier? Schutzdisk. Okay, mit Verteidigung und Kampf und Mord. So, also noch ein paar Dinge. Ich weiß also gerade auf dem Kopf nicht, was da kommt. Die Lava ist erstarrt. Hurra. Ist die noch heiß? Einige Dämonen werden vor lauter Hitze krank. Ja, mir aber nicht. Wir sind aus Hitze. Unser Element ist das Feuer. Von daher kein Problem. Hallo, kennst du Demons Karten? Ich sammle mehr Demons Karten, wenn du mir einige bringst, zahle ich 1500 Bit. Das ist ja schön, ne? Kann auch gut Geld mitmachen. Super Abwehr, okay. Da kann man nichts mit anfangen. Na egal, so, jetzt können wir erstmal zurück in die Stadt gehen, ein bisschen Bubu machen und unser MPLE wieder sich auch wieder auflädt. Und dann können wir uns aufmachen in die Zahnsteppe. So, Bortur. So. Blieb für Licht. Hey, bald ist er offen. Ja, offen muss das sein, wenn man einen Ruhestand von 18 oder 20, glaube ich, hat. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Da müsste ich auch nochmal nachgucken. Ich weiß, alles weiß ich auch nicht mehr auswendig. Also ein bisschen verzwickt stellenweise. Da weiß man nicht mehr so wirklich, wo was wie ist. So haben wir wieder ein Etappenziel erreicht. Und können jetzt das nächste Ziel nehmen, nämlich die Zahnbeistelle. Vielleicht haben wir Glück, wir finden jetzt direkt Unimon. Da gehe ich dann vielleicht mal gucken, oder? Nee, ich gehe erstmal in die Stadt zu, bisschen, ja, schlafen sah ich einfach mal. Und dann sind wir da auf der sicheren Seite schon mal. Ich will auf jeden Fall die LE und so auffüllen. Ich will aber nicht auch kein, Disk benutzen. Das wäre nicht meinem Interesse. So. Also, nächstes Ziel für nächste Folge wäre auf jeden Fall zum Müllberg zu kommen und Seetramon noch zu holen.
Das wäre auf jeden Fall noch ein kleines Ziel, weil ich schätze. Aber ich muss jetzt die restlichen Freunde noch ein bisschen trainieren. Okay, ich habe noch mal ein bisschen MP dabei. Hüftsteaks. Ja, ich komme jetzt gleich. Das Essen ist fertig. So. Und dann gehe ich jetzt gerade essen. Mach gerade vielen kleinen Quatsch, weil es so noch viel während jetzt noch. Aber. Naja. Was soll's? Oh, dann sehen wir uns nachher wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Schön lecker gegessen. Lecker, lecker, lecker. Rouletchen. Von Mutti gemacht. Ha! Herrlich. Würde ich es jetzt nicht hinkriegen. Ich lasse echt zu. Boah. Das ist nicht so gut wie. Ist nicht so gut wie, ja, wie sie. Was haben wir jetzt hier? Wo ist er denn jetzt? Wer auch immer da meinte, es sei Herr des Feuers. Es brennt vor Eifer. Ich hatte gedacht, wo ist er nach 10? Wunderbar. Ja, einmal schlafen bitte. Und dann geht's auch in die Zahnradstäbe. Wunderbar, herrlich. Was für Parameter auch mal. Ja. Ich hab bloß nichts. Passt das schon. Das wird das Unimod auf jeden Fall da sein. Haben wir schon mal, sind wir schon bei 12. Und dann 1, 2, 3. Ja, haben wir demnächst schon ein bisschen Glück. Haben wir nächste Woche. Nächste Woche schon Lehmann rekrutieren. Rekrutieren, jetzt ist. Beim letzten RP sind Sand und Erde verschwunden. Mir fehlt Wochen nicht ein. Das hast du den Kraftschmerz weggelegt und so alles. Ach, scheiße, ja, drauf geschissen. Pardon, ich musste hier Unimon eigentlich fliegen. Ja, also meine Flügel tut weh. Was ist geschehen? Mein Flügel ist verletzt. Hast du etwas für die Wunde? Was? Das sieht nicht gut aus. Warte, was soll ich tun? So, dann können wir nämlich eine. Ah, das hat natürlich keine Heiles mehr. Ja, muss ich mir mittlere Heiles geben. Ja, das tut gut. Danke dir. Kannst du schon fliegen? Und nicht sehr weit. In der Stadt gibt es eine Klinik, dort solltest du hinfliegen, also ist nicht weit. Ich habe von der Stadt gehört, die ist wohl recht groß. Fliege und klinge ich aus. Danke, vielleicht kann ich dir eines Tages helfen. So, sind wir bei 12. Stiepels. So, jetzt haben wir Glück. Jetzt kommt noch Elektron, Patamon, Biomon. Sind wir bei 15. Wunderbar. Na, komm, lass doch. Varidis, wunderbar. Und. Ein Petis, auch schön. Oh, dann haben wir unser halbes wieder. Und ist das alles dieser seltene Kreis? Das sieht neu aus. Seltsame Kreise, ja, das ist jetzt relativ. Da müssen wir eigentlich schon Schämen für haben. So. Dann auf geht es! Wollte ich auch mal sagen. Weg durch den Panoramaberg. Wunderbar. Gotzumon, Gurimon. Boah, ich kann gerne verzichten. Viel Kraft mit euch.
Da stelle ich überhaupt gar keine Nuss zu. Wo ist das Panoramaberg? So. Salmon. So und zu unten. Kommen wir später raus, wenn der Motor durchgebrochen ist, endlich. Aber das dauert noch. So, Zahnradstätte. Herrliche Mucke. So, es geht nochmal im Kreis. Gehen hier zuerst rein. Akatori-Mon. Bichemon. Kopie von Gabumon. So. Ja, hat man ein bisschen Ausatmung gerade. Katamon! Was ist denn? Hilf mir! Natürlich, weil ich muss ihn helfen. Warte nicht, verkehrt herum. Ja, Mann! Wer ist das? Yo! Alles gut, in Ordnung. Danke dir. Ruf mich jederzeit, wenn du Probleme hast. Ich komme dann sofort. Mach's gut. Warte doch! Na, was muss ich zwei ja machen? Das machen wir auch jetzt direkt. Wo sie schon durchschlafen, das ist auch nicht wichtig. So. Ich stehe aber jetzt nicht zum Leben und weil da bringt es gerade um einfach noch gar nichts. Das ist gut, er hat auf den. Ich kann diese unterschiedlichen Mutten mitbringen, das ist egal. Ich muss mal gerade hier rein. Ich glaube, dann ist es ein Gegner rum. Aber gut, haben wir es halt ein gewisses Vieh schon. Ottermann haben. Nein. Okay, komm hier. Ist er nicht da? Egal. So, ich gehe gerade auf Gecko Sumpf raus und dann, wartet für heute. Wir sind auch schon gut drüber. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch gefallen hat, schaut morgen wieder ein, zwei, neun Folge Let's Play Digimon World. Bis dahin. Ciao.